Wir feiern ihn im Ring ab. Die Leute feiern ihn im Ring ab. Das ist so das Portal in die Herzen der Fans quasi. Das ist das, was ihn auszeichnet. Das ist das, was ihn großartig macht. Sein In-Ring-Können. Und da gibt es eine deutliche Parallele mit Shawn Michaels. Ich finde auch vom Look her sind Rollins und Michaels jetzt nicht die unähnlichsten. Und auch, ja, von der Position her sind sie nicht die unähnlichsten. Diese Assoziation, die auch viele Fans haben, Michaels und Rollins ist natürlich verständlich. Michaels nicht der größte, nicht der breiteste, aber enorm beliebt, stark im Ring und so weiter. Für mich ist Seth Rollins einfach in dieser HBK-Kategorie. Und ich glaube, Seth Rollins wird am Ende seiner Karriere auf einen ähnlichen Legendenstatus zurückblicken können wie Shawn Michaels. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir dürfen nicht vergessen, 32 Jahre ist der Mann. Ne? Also der hat mal noch mindestens, boah, eigentlich 8 bis 10 Jahre vor sich. Holla die Waldfee, da kann er, glaube ich, noch ziemlich viel rausholen. Der ist ja in Sachen Championships gar nicht so unfassbar weit weg von Roman Reigns. Ich meine, auch Rollins war schon zweifacher WWE-Champion, zweifacher Intercontinental-Champion. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal Seth Rollins mit Roman Reigns vergleicht, man würde immer behaupten, Roman Reigns sei viel, 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 viel erfolgreicher gewesen in Sachen Titel. Dabei ist Rollins unfassbar gut dabei. Ja. Also Grand Slam Champion, Triple Crown Champion, das ist schon eine Hausnummer. Und das wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Burn it down. Diese Episode ist Teil der Perkix WWE Patreon Podcasts. Den ganzen Podcast kannst du auf patreon.com/perkixwwe anhören. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Klick rüber, bis gleich.